Ihr lieben Menschen, ich begrüße euch recht herzlich zu meiner kleinen Videoserie über die Montessori-Pädagogik. Heute geht's um Menschenbildung. Ich habe für euch die Inhalte dieser Präsentation aus den Originalschriften von Maria Montessori zusammengefasst. Und los! Menschenbildung nach Montessori vermittelt eine schöne, sinnvolle, gute und verbundene Schöpfung in Ordnung und Harmonie. An dem kann man schon erkennen, wie Montessori die Welt und die Menschen gesehen hat. Wenn man sich mit Menschenbildung beschäftigt, dann muss man sich doch die Frage stellen, wie lernen Menschen eigentlich? Ganz einfach. Über die Wahrnehmung der Sinne nimmt der Mensch seine Umgebung wahr und dadurch lernt er. Deswegen ist die Basis bei Montessori die Sinnesschulung. Da stellt sich uns schon die nächste Frage. Wie schult man Sinne eigentlich? Über das Wunder der Natur. Montessori bezeichnet das Wunder der Natur kosmische Erziehung. Das beinhaltet im späteren Schulablauf Biologie, Geographie, Astronomie und dergleichen. Bei kleineren Kindern bedeutet das, dass Montessori versucht, dass diese Kinder die Schöpfung und die Schönheit der Natur in ihrer Gesamtheit erleben und erfahren können. Dass sie merken, dass alles mit allem verbunden ist und dass sie Teil der Schöpfung sind. Über dieses Erleben schulen die Kinder tagtäglich in ihrem Spiel in der Natur ihre Sinne auf unterschiedlichste Art und Weise und vertiefen diese. Die kosmische Erziehung ist somit die Basis für alles Kognitive und Geistige, das das Kind im späteren Leben lernen und erfahren wird. Warum macht Montessori das? Ganz einfach, weil für die Kinder die materielle Welt die Basis für die abstrakte Welt ist. Maria Montessori hat die abstrakte Welt in zwei große Bereiche eingeteilt. Der erste Bereich ist die Herzensbildung. Über das Verständnis aus der kosmischen Erziehung, dass alles mit allem verbunden ist, wird die Basis für die Herzensbildung gelegt. Der zweite Bereich ist der kognitive, bestehend aus Mathematik und Sprache. Bei der Mathematik spricht Montessori vom mathematischen Geist. Mathematischer Geist, was ist denn das? Bei der Mathematik geht es Montessori nämlich nicht darum, dass Dinge einfach nur auswendig gelernt werden. Es geht darum, dass eine Basis geschaffen wird, die dem Kind ermöglichen, Dinge zu erfassen, Dinge zu vereinfachen, Dinge zu verstehen. Das bedeutet für Montessori Mathematik. Der mathematische Geist, wie sie ihn bezeichnet, besteht aus zwei Dingen. Der Abstraktion, also komplexe Dinge zu vereinfachen, um mit ihnen wieder etwas machen zu können. Das zweite, die Vorstellungskraft. Das bedeutet, dass sich Kinder Dinge vorstellen können, die sie noch nicht sehen können. Diese beiden Aspekte sind die Basis für ein komplexes mathematisches Verständnis des Menschen. Der zweite Bereich ist die Sprache. Montessori sagt, dass die Sprache nicht logisch ist. Der einzige Sinn und Zweck von Sprache ist Einigung. Das bedeutet, Menschen haben sich geeinigt auf Worte, auf Laute, um miteinander kommunizieren zu können, um miteinander Projekte machen zu können, um miteinander Konflikte lösen zu können. Darum geht es Montessori bei Sprache, dass die Kinder diese Essenz in sich aufnehmen können. Maria Montessori hat gesagt, dass erst Frieden in dieser Welt sein kann, wenn alle Menschen die gleiche Sprache sprechen können. Und da schließt sich der Kreis. Denn genauso wie bei der kosmischen Erziehung durch das Wunder der Natur das Herz gebildet wird, wird durch die Sprache und deren Essenz der Einigung das Herz gebildet. Die Herzensbildung steht somit im Mittelpunkt der Pädagogik von Maria Montessori. Doch was ist Herzensbildung? Herzensbildung besteht aus 5 Punkten. Erstens der sozialen Erziehung. Das ist die Erziehung, wo es um das Miteinander geht, wo man lernt, miteinander umzugehen, Konflikte zu lösen, beziehungsfähig zu sein. Dann die sittliche Erziehung. Da geht es darum, sich auf ein gutes Menschsein auszurichten. Punkt 3, stille Erziehung. In der stillen Erziehung geht es darum, dass der Mensch
zu sich findet, ruhig wird, seine innere Stimme hört und wahrnimmt und dementsprechend handeln kann. Der vierte Punkt ist die religiöse Erziehung. Maria Montessori sagt, dass die religiöse Erziehung unabdingbar ist. Bildung hat für sie ohne religiöse Erziehung keinen Sinn. Und alle diese vier Punkte bilden den letzten und fünften Punkt der Herzensbildung, nämlich die Friedenserziehung. Das Ergebnis einer guten Herzensbildung ist Frieden. Menschen, die den Frieden in sich tragen, wollen sich in dieser Schöpfung ausdrücken. Und das tun sie über Handwerk und Kunst. Und durch diesen Ausdruck sind sie Teil einer schönen, sinnvollen, guten und verbundenen Schöpfung in Ordnung und Harmonie.